Leute, was geht ab? Mein Name ist JCD und willkommen zu einer neuen Folge der Doppelwoche. Und bislang gab es mal eine Bad Wars Woche beim Paluten und heute ist der Paluten mit in der Doppelwoche am Start. Was geht? Doppelwoche. Hi. Leute. Ja, hi. Hallo und herzlich willkommen hier, Leute, zusammen. Ja, die gute alte Doppelwoche geht in die zweite Runde, Leute. Und ich habe bislang noch nie ein Video gehabt, was so dermaßen gut angekommen ist, wie das gestern, vorgestern meine ich. Das allererst. Nee, Leute, ihr habt mich übelst kaputt gehatet. Tatsächlich. Weil, ich kann es dir jetzt auch schon sagen, du weißt wahrscheinlich auch noch nicht, oder du kannst eigentlich schon damit rechnen. Ich bin halt ein absoluter Noob, ne, was Skywars betrifft. Aber da sind wir schon zu zweit, ey. Echt? Ja, ich bin auch nicht so gut in Skywars, also ganz ehrlich. Ich habe ja auch das Mushroom-Kit ausgewählt. Ich brauche unbedingt Holz. Hast ich habe gar kein Holz Kit ausgewählt. Habe ich da noch das von letztem Mal? Ja, yeah, ich glaube, du bist ein Tank. Tank, okay, ich suche allerdings gerade so ein bisschen die Kisten. Ah, hier vorne ist noch eine Kiste. Alter Schwede, da ist aber auch kein Holz drin. Izzy, ich muss mir Schalen machen. Was machst du? Hast du ein Schwert? Ich habe gar nichts. Ja, okay. Das ist kein Problem. Das ist auch das Ding. Ich hab letzte Mal halt, Leute, es tut mir sehr, sehr leid, aber wir haben uns ja eigentlich in der Folge drüber lustig gemacht, aber es war ja klar, dass das gehatet wird. Ich habe natürlich mit der Steinspitzhacke Diamanten abgebaut. Das hat den Leuten nicht so zu gesagt. Doch auch. Ja, eigentlich schon. Ich hab eine Spitzhacke mit Effizienz gefunden gerade. Alter, geil. Was mache ich denn jetzt? Was ist das für eine Map hier? Wir haben praktisch schon gewonnen. Ja, das Blöde ist, auf der Map gibt's nur Holz. Oh, ich hab Holz. Ja, obwohl, warte mal, hier der Boden. Ich hab sau viel Holz. Okay, ja, dann gib mir das Holz. Ja, weil hier. Dann kann ich mir Soups machen, weil ich bin das Mushroom-Kit. Damit kann ich mich so selbst heilen. Willst du noch mehr Holz? Ich hab sau viel Holz. Nee. Ach, welche ist ja... Schlaraffenland ist es hier. Ja. So, warte mal. Ich stell mal ganz kurz hier so eine geile Chest hin. Okay. Dann muss ich mir ganz kurz ein paar Bowls machen. Nämlich essentiell wichtig fürs Überleben von uns. Okay. So, warte mal. Ach, du hast was mit der Kuh hier am Hut, oder was? Ja, yeah, genau. Ihr beide steckt unter einer Decke. Zack. Mit der mache ich mir nämlich richtig geile Suppen. Boah, und die Suppen heilen mich halt instant. Das ist ein richtiger Suppen-Heini. Was wir jetzt machen, ne? Wir zerstören einfach, da gab's ne? Eine Explosion. Jo, da vorne ist schon richtig, da vorne geht die Luzi. Ja, und irgendwie bei uns noch nicht so ganz, ne? Hier ist irgendwie nicht so viel mit Rohstoffen, habe ich das Gefühl. Okay, hast du noch Blöcke? Nee. Okay, ja, warte. Oh crap, dann haben wir gleich einen... So, dann muss ich das wieder hier hin tun. Okay. Wir müssen einfach rüber. Irgendwie... Oh, Alter, hier ist jemand, easy. Okay. Hey, okay, der ist schon unten. Da ist noch einer. Jawoll! Wir haben ihn gemacht. Hey, der hat schon übelst gelitten anscheinend, ne? Nein, der war voll. Ich hab nur Respektschelle ausgepackt, Alter. Also, okay. Oh, ich glaube, ich habe mal einen guten Eisenbrustpanzer weggeworfen. Das war ein bisschen dumm von mir. Ja, Leute, das war natürlich alles nicht so gemeint letztes Mal, Leute. Ich muss halt hier echt wieder reinkommen und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant oder es wäre ganz lustig eventuell hier nach und nach so ein bisschen... Oh, ich habe ein Diamantschwert. Alter, nice. Das Ganze so mit mir zusammen hier zu lernen, aber die Leute haben sich einfach nur aufgeregt, dass ich das gemacht habe. Und ich weiß, dass sie das diese Folge auch wieder machen werden, so wie ich mich jetzt hier gerade schon wieder am Anfang dieser Folge verhalte. Du machst das super, Itzy. Was brauchst du? Brauchst du ein Eisenschwert? Ja, ein Eisenschwert wäre ganz geil, so. Eisenschwert, ich habe hier noch einen Brustpanzer, brauchst du wahrscheinlich nicht Schutz 2. Ach doch, Brustpanzer, den nehme ich, Junge. So, den könnte ich sogar gebrauchen, aber ich glaube, das Beste... Oh, Alter Falter. Der droppt TNT, vorsichtig. Wo kommt der her? Wo ist er? Der ist verrückter. Junge, da oben. Was? Warte mal, brauchst du noch eine Spitzhacke? Hier ist noch eine Spitzhacke. Warte mal, ich probiere jetzt mal hier irgendwie... Ich weiß überhaupt nicht, wie dieses ganze Zeug, wohin damit? Ich werde was probieren, Izzy. Okay, was probierst du? Was kann man hier überhaupt probieren in Skywars? Das ist wieder TNT. Ja, oh, war das knapp! Oh Gott, Izzy! Okay. Mach keinen Mist, Izzy. Hier oben? Da oben ist er! Ach, und der droppt das, oder was? TNT. Vorsicht, er ist runter! Okay. Er ist ganz runter. Nee. Er ist bei uns unten. Er ist hier. Oh Gott, er hat so viel TNT. Izzy! Ich hab ihn gekillt, glaube ich. Oh Gott, Hilfe! Was passiert hier? Oh Gott, ich bin gerade hier runtergefallen, Alter. Ich hab ihn gekillt. Nice, Junge, du bist eine Maschine. Ja, aber absolut hier. Was Nicht brauchen nur wir Bad noch? Der Skywars-Zerstörer, sondern auch der Skywars-Zerstörer. Ja, das haben die Leute mir auch in die Kommentare geschrieben. Skywars-Zerstörer 7.008.453.000 irgendwas. Und das sehen die Leute natürlich vollkommen richtig. Das haben die alle sehr gut erkannt. Hier, guck mal, ich hab hier so... Das Problem ist ja bei Skywars, in meinem Fall jetzt, man braucht voll die Übersicht über das Inventar, weil man so viel Zeug im Inventar hat, ne? Definitiv. Und wenn du... Oh, ich glaube, da kommen gleich welche. Und sobald du irgendwas vergisst oder wegwirfst, was besonders wichtig ist, dann kommt die Respektschelle genau, von den und dann Zuschauern. Rasten halt alle aus in den Kommentaren. Du hattest das und das. Ja, und deswegen das ist mir auch schon aufgefallen. Sind die auch letztes Mal so ausgerastet, weil ich halt so einer bin mit dem schlechtesten Überblick überhaupt. Ich habe auf jeden Fall einen Blumentopf. Du bist echt nicht der Einzige. Ich bin da auch immer... Ich
werde dann auch einfach nervös und dann vergesse ich irgendwas ja. und dann kommen die Leute und sagen, Junge, ich was zerstöre dein ist Leben. Mit dir los? Hier ist ein Bad Boss, zerstört. Jawohl, gewonnen! Nice, Alter! Hier ist noch eins! Was? Was? Oha! Junge, können wir zerstören! Jetzt nur noch 10 Spiele, jetzt müssen die nur noch runterfallen, dann haben wir gewonnen. Okay, das Problem ist, ja. wir werden wahrscheinlich gleich hier in der Mitte auseinandergenommen. Lass mich vielleicht ein bisschen tanken. Ja, tank mal. Also ich probiere es, weil ich kann mich zumindest ein bisschen heilen. Okay. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Warte mal, hier waren doch eben noch zwei. Die waren hier into the middle. Da hinten sind noch welche. Die sind da hinten rübergelaufen. Okay, da vorne waren auch noch welche in einem Bötchen, haben sich ein kleines Boot gebaut. Das Problem ist, der Dragon Destroyer, Alter, und Rafa zockt. Die haben bestimmt Eier, weil die waren in der Mitte und hier gibt es Eier und Schneebälle. Eier! Wir gucken uns das Ganze erstmal so ein bisschen ja, lass einfach zuschauen. Und immer jetzt, mal... Oh Gott! Oh, da hinten kommen welche noch in die Mitte. Da hinten kommen noch welche in die Mitte, glaube ich. Ja gut, dann lass uns mal schnell wieder hier die Mitte safen. Also so wie... Ich weiß nicht, was jetzt hier das Beste ist. Ich verlasse mich da so ein bisschen auf dich jetzt. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass die da vorne sich so langsam in die Mitte bauen. Siehst du, ne? Okay, ja, das lass ich ruhig. Wir müssen so ein bisschen auch Dominanz hier zeigen, indem wir so ein bisschen auf und ab wippen. Was ist denn hier, Jungs? Kommt her! Sieht eigentlich nicht so gut für uns aus. Was sieht nicht so gut für uns aus? Ja, also wir könnten ein besseres Equip haben. Was? So. Also ich fühle mich saustark. Ja, saustark fühle ich mich vom Ding her auch, aber... Das ist nicht immer alles, Equip, ne? Sagt was anderes. Ich habe leider nur 6 Attack Damage. Feuerresistenz, okay. Trink mal die Feuerresistenz. Ich guck mal hier in die Kiste. Die kommen jetzt gleich in die Mitte, ne? Die angeln schon fleißig, als wenn wir hier schießen. Alter, krasse warte mal. Oh, die andere Seite kommt, glaube ich, auch. Zumindest schauen die. Ich bin mir gerade unsicher. Ich hab mir jetzt hier nochmal ein paar Boots geholt. Der eine versucht hier auf jeden Fall, uns so ein bisschen hier zu angeln. Der hat auf jeden Fall die Angler-Skills. Pixel Beast, Alter. Und sein Kollege XX Greek Gamer 09. Ist aber kein Problem. Weiterhin Dominanz zeigen, Izzy. Weiterhin Dominanz zeigen. Immer schön wippen, immer schön wippen. Immer schön wippen hier, Dominanz damit alle Bescheid zeigen, wissen. Hier Dominanz. Wird gewippt. Das ist die neue Taktik. Alter, der eine probiert jetzt da schon das Problem. Oh Gott, da kommt jetzt zum Fight. Kommen sie. Die kommen zum Fight. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt probieren, den einen da wegzuklatschen. Okay. Sollen wir es versuchen? Ich komme hinterher. Okay. Hier nochmal schnell. Ich habe Angst, ich habe ein bisschen Angst, aber Dominanz zeigen, immer schön wippen. Elegant, genau, immer schön wippen die Dominanz. Okay, perfekt. Geschafft rüber zu springen. Gehen wir jetzt hier einmal rüber. Irgendwo muss sich hier ein Spieler befinden. Wo ist er? Wo ist er, ist jetzt die Frage. Also er könnte natürlich auch schon, ich glaube er ist noch einen weitergegangen. Nee, hier vorne auf der Insel ist er, gleich okay, vorsichtig. Okay. Vorsichtig, da ist er. Aber ist er schon rübergelaufen? Er kriegt Respektschelle. Oh Gott. Er hat eine Enderpearl geworfen, aber die ist daneben gegangen. Okay. Der ist unten. Der ist unten. Okidoki. Okay, jetzt haben wir noch die zwei da gegenüber. Ne, es sind irgendwie noch super 6 Spieler, ja. Ich meine, es müssen noch einmal 2 Leute irgendwo chillen. Hat der nicht irgendwer fettes Equipped oder so am Start? Das Problem, ja, die sind gar nicht so gut equipped. Also rein theoretisch können wir die machen. Das große Problem, Alter, die Schuhe. Das große Problem ist einfach nur, die haben eine Angel. Und die wissen ganz genau, dass wenn wir jetzt hier rüber gehen, dass er uns einfach wegangelt und dann liegen wir im Graben. Das heißt, wir warten jetzt, bis die kommen und machen bis dahin Respekt. Oder wir gehen in die Mitte, da ist jemand in der Mitte. Okay. Lass uns mal schön into the middle gehen. Okay. Oh, ich habe immer so Angst, wenn wir so viel rumspringen, dass ich nicht einfach direkt runterfliege. Ja, das kenne ich. Da muss ich mich auch immer ein bisschen konzentrieren. So wie Sturmi letzte Folge. Oh Gott. Ist einfach runtergesprungen. Der ist hier vorne. Vorsichtig. Ja. Der kommt jetzt hier gleich wahrscheinlich um die Ecke. Der ist hier um die Ecke. Oh Gott. Okay, den kriegen wir. Den hauen wir runter. Den hauen wir runter, jawohl. Jawohl, den haben wir genatzt. Sauber. Und jetzt wieder so sau viele Köpi am Start. Goldhelm, Haltbarkeit. Oh Gott, hier. Durability, was ist das hier alles? Ich habe keine Ahnung. Hast du gerade einen Blick? Was ist denn besser? Ein Schutz 2 Eisenhose oder Dia Haltbarkeit? Dia. Ich würde sagen, Dia. Selbst mit Schutz 2 müsste Dia besser sein. Können die Leute ja notfalls einfach mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Und uns vielleicht so ein bisschen dabei helfen. Weil ich kenne mich bei diesem... Ich denke immer Dia, weil Schutz bringt irgendwie 0,5 irgendwas besser. Okay. Was liegt denn hier noch so? Oh, hier liegt sau viel Zeug. Schärfe 1 Schwert. Habe ich aber schon. Oh, gib mir das mal bitte. Ja, hier liegt es direkt vor mir. Ein Steak, ein leckeres. Oh, ein Philo Milo. Eieiei, Leute, ihr seht schon, ich brauche ja echt so ein bisschen, muss ja echt mal genau schauen, was hier alles am Start ist, weil ich hier... auch aufpassen, wir sind hier relativ nah an der Ecke. Nicht, dass jetzt hier einer plötzlich von der Side of Life kommt. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so. Du hast aber jetzt, das Schwert hast du, ne? Das Schwert habe ich, also wir sind jetzt gerade hier wirklich sehr, sehr gut equipped. Okay, sehr gut. Muss man sagen. Ich habe sogar ein Feuerzeug und einen Wassereimer. Ich habe 2 Wassereimer, falls du noch einen brauchst. Alter, krass.
Jetzt habe ich ihn genau da reingelegt. Perfekt, oder? Das ist nicht schlecht. Ich wüsste aber immer noch gerne, wo der letzte... Ach, das gibt's doch nicht. Was denn? Guck dir das da oben an. Oh, was macht er? Ach, komm schon. Hä, hey, vielleicht... als ob? Ist das legal, sowas? Kommt der Witte hey, dafür klar, nicht? Ja, legal. Du kannst ja alles machen. Du hast okay. Nicht zufälligerweise ein paar Schneebälle oder Eier dabei, ne? Nee. Ich habe einen Tannenbaum, also Farn habe ich, wenn du magst. Oh, eine Eichenholztreppe, eine ganz nette und ein Eisengitter habe ich am Start. Ein bisschen Kohle, ein bisschen Spinnennetz. Ja, eigentlich so von fast allem was. Was hast du ganz noch nicht aus dir eigentlich? Ich hab keine Brustplatte aus dir. Ah, okay. Aber hier war jetzt nichts Interessantes, weil es ist für gewöhnlich so, dass in der Mitte halt es möglich ist, Schneebälle und Eier zu finden, die man werfen kann. Okay, das heißt, du läufst da gerade rum und suchst? Genau, aber hier ist scheinbar schon alles abgegrast. Das ist, glaube ich, auch eine der neuen Maps. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht unbedingt, wo hier der heiße Kram ist. Aber die Leute haben auch momentan nicht sonderlich viel Bock hier, großartig auf mit uns auf, zu interagieren. Ja, die genau, haben halt schon gesehen, wie oft wir auf- und abgewippt sind, ne? Das stimmt. Also da dann müssen sie ja nur eins und eins zusammenzählen. Dann wissen sie, ey, mit denen lege ich mich lieber den nicht an. Den Bad-Roster-Störern 4.8 Millionen. Mindestens 30 Mal attackiert. Boah, krass, wie du das machst. Alter. Let it rain, Alter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, gut, das war's jetzt auch mit den Sachen. Fünf Spieler sind noch am Stitzi. Die da vorne, die gucken die ganze Zeit, aber die machen halt nichts, ne? Nee, die machen nichts, weil sie halt wissen, sie haben die Angel. Damit haben sie auch die ganzen Leute da hinten auf dieser kleinen Insel destroyed. Weil sobald wir jetzt rübergehen, kloppen die uns mit der Angel einfach an der Seite runter. Die stehen immer genau da, wo sie wissen, dass sie, wenn wir jetzt da auf diesen Dirtweg am Ende längs gehen, okay. Dann zack, steht da, Achtung. Die haben da irgendwelche Schilder haben sie aufgestellt. Achtung, nicht kommen, wir töten. Ja, das könnte sein. Aber was ist denn jetzt unsere Option? Wie machen wir das jetzt? Wie regeln wir das? Wir könnten jetzt natürlich eine Option beaufteilen. Das ist allerdings die Option. Uiuiui. Also, wir haben natürlich... Du meinst, einer läuft von der anderen Insel links und der andere von hier von der Mitte aus. Ja, genau. Man kann ja über deren Insel nochmal irgendwie da längs gehen. Aber die werden halt jedes Mal perfekt drauf lungern, uns da wegzuholen. Das Beste, es wäre so geil, wenn wir zwei Enderpearls hätten. Aber ja, ich habe bestimmt schon 10.000 weggeworfen in meinem Inventar. Nee. da ist nichts. Also ich sehe hier keinerlei Enderschmerz. Aber ein schöner Strand hier, das muss man schon sagen. Sieht nett aus hier mit den Liegen und so. Kann man es übelst easy taken, mal ein bisschen runterschauen, ein bisschen planschen gehen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für so einen Strandurlaub, da finde ich das ein bisschen verstörend. Das ist ein bisschen halt gefährlich, ne? Ja, guck mal, stell dir vor, Alter, du bist hier so. Und auf einmal. Ja, ganz chillig am Tauchen. Auf einmal bist du chillig, ja, okay, Mann, also so. Ich habe das Gefühl, die machen gar nichts. Also, das heißt, ich glaube, wir müssen jetzt hier zur Attacke, glaube ich, schreiten. Okay. Dann holen wir uns. Wie viel hast du irgendwie. Ja. Blöcke im Inventar? Ja, habe ich. 64, guck mal da. Okay, ja, dann nimm die dir mal. Okay, habe ich. Dann genommen wieder. Irgendwie probieren. Ich habe auch ein bisschen TNT, 15 sogar. Oh, okay. Lass uns mal erstmal hochbauen. Soll ich mit auch hier? Ja, komm mal auf die gleiche Höhe mit mir. Okay. Get on my level. Das ist jetzt eigentlich super riskant, was wir machen. Ja, aber irgendwas muss ja passieren, ne? Ja, das stimmt. Warte mal ganz kurz. Oh, guck mal, die sind gerade abgelenkt. Ja. Hey, ist das ein Dreier-Team oder was? Nee. Das ist ja ein bisschen wie eine Arena, als hätten sie eine kleine Fight-Arena da drüben gebaut. Wie damals bei Aura, wisst ihr noch, Leute? Ja, was? Alter, die verrückte Arena. Warte mal. Geh du mal oben längs, ich geh unten längs. Warte, ich glaube, jetzt ist die Zeit. Komm runter. Runter? Ja, komm, schnell, easy. Oh Gott, oh Gott, ich bin viel zu langsam. Alles easy. Okay. Ich komme. Okay. Wo bist du? Ich bin hier. Ja, ich sehe dich. Okay. Komm auch mal schnell hier nach oben. Ja. Die haben sich so ein bisschen weiter nach oben gebaut. Ja. Müssen jetzt hier wirklich stark aufpassen. Ja. Dass wir dann vielleicht probieren, hier selber mal Akzente zu setzen. Der eine baut sich nach oben. Der eine ist runtergefallen. Okay. Der eine hat den anderen runtergeschlagen. Ich weiß aber nicht, wer hier gerade draufgegangen ist. Da unten ist noch einer. Da ist noch einer runtergekommen. Hier vorne ist einer. Gib ihm. Vorsicht. Okay, ich bin runtergefallen. Er ist auch tot. Okay, nice. Oh Gott, das war ein ganz schöner Durcheinander. Da oben ist der andere noch. Der schaut gerade runter. Das ist der letzte. Okay. Es sind noch drei Spieler, wir sind die letzten drei, okay? Ja, genau. Ist er runter? Und er ist unten! Als ob! Wir haben gewonnen! Als ob, wo bist du? High Five! Alter! Spring! Du willst springen und dann einklatschen. 1, 2, 3.
Patrick, du bist unsichtbar. Ich sehe dich gar nicht. Du siehst mich nicht? Nein, ich sehe dich hier nicht. Hä, warum? Bin ich gestorben? Warum springst du runter? Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich springe auch runter. Du siehst mich nicht mehr. Dann ist mein Leben nichts mehr wert. Ja. Ja, Leute, das war's mit der zweiten Runde hier. Mit den Paluten zusammen. Wer hätte es gedacht? Zweite Runde direkt gewonnen. In der ersten Runde haben wir erstmal drei Anläufe gebraucht zusammen mit dem Sturmi. Aber ich meine, es gab jetzt viele auswegslose, dachten wir zumindest, Situationen. Und es hat ein bisschen länger gedauert. Aber dann... Wir haben es sehr, sehr taktisch gemacht. Das war einfach wie so eine Schlange, wie so eine Kobra waren wir. Leute, das war der Cobra-Style. Paluten und Izzy, Hashtag Cobra-Style, Leute. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Checkt auf jeden Fall den Paluten aus, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich hoffe, ich weiß, dass ich es immer noch nicht perfekt gemacht habe. Selbstverständlich, Leute, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass ich nicht so krass viel Minecraft spiele in meiner Freizeit. Dementsprechend muss ich immer ein bisschen reinkommen. Das letzte Mal habe ich halt, wie gesagt, Minecraft so ein bisschen bei Varo gesuchtet. Und da vergisst man auch schon mal, dass man Diamanten nicht mit der Steinspitzhacke abbauen kann. Auch wenn das ein bisschen low ist. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen besser gefallen jetzt als vorgestern. Und ihr seid, regt euch nicht mehr ganz so krass auf. Ich bin mir sicher, ich habe irgendwas im Inventar übersehen oder so. Das tut mir sehr, sehr leid, Leute. Aber mich würde sehr freuen, wenn ihr den Paluten abchecken würdet, den Daumen nach oben geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge Ark oder übermorgen bei einer neuen Runde der Doppelwoche, Leute. Das war's für heute. Macht's gut, take this easy, nehmt das Leben zu ernst. Bis dann und tschüss.